In diesem Video erkläre ich dir in 2 Minuten die Weltdimension von Burkhard Hein. Über die Dimensionen 1 bis 4 brauche ich keine Worte zu verlieren, das ist Einsteins bekannte vierdimensionale Raumzeit. Die Dimension 5 bei Burkhard Hein ist eine Strukturkoordinate. Diese Koordinate bewertet den Organisationsgrad, mithin die Komplexität eines physikalischen Vorgangs. Je höher organisiert ein Vorgang, umso höher ist diese Koordinate. Die Dimension 6 beschreibt, wie sich diese Strukturen in der Zeit verändern, ob sie komplexer werden oder weniger komplex. Mit diesen 6 Dimensionen beschreibt Burkhard Hein sein Originalmodell der Welt. Darin entwickelt er die Massenformel für Elementarteilchen, darin schafft er die Transzendierung von rein energetisch-materiellen Vorgängen zu einer Physik des Lebens, der Psyche und sogar des Bewusstseins. Vielleicht hast du aber gehört, dass Burkhard Heims Modell 12 Dimensionen hat. Der Mathematiker Walter Dröscher entdeckte, dass man Burkhard Heims 6-dimensionale Welt in einen 12-dimensionalen Hyperraum einbetten kann. In diesem Hyperraum gibt es die Dimension 7 und 8. Diese stellen Wahrscheinlichkeitsfelder dar, aus denen alle Aussagen der Quantentheorie herleitbar sind und außerdem die physikalischen Wechselwirkungskonstanten. Die Dimensionen 9 bis 12 die nannten Hein und Dröscher den G4. Und diese Dimensionen sind nicht interpretierbar, sie sind nur über abstrakte mathematische Abbildungen überhaupt zugänglich. Es gibt zwar metaphysische Deutungen, diese sind jedoch vor allem nach Heims Tod meistens in esoterische Spekulationen abgedriftet. Auf diesem Kanal befasse ich mich ausführlich mit Burkhard Heims originaler sechsdimensionaler Welt. Wenn ihr darauf neugierig seid, schaut euch am besten die ausführliche Erklärung zu den 6 Dimensionen an oder startet gleich in die ganze Playlist über die Struktur der Welt, des Lebens und des Bewusstseins, hier auf 6 Dimensionen in Farbe.